Dr. Ulmer. Gustav Seitz, was war er für ein Mensch? Können Sie ein bisschen was zu seiner Person sagen? Gustav Seitz war ein Bildhauer, bildender Künstler, hat nach 1945, nach dem Krieg in der DDR und in der sowjetischen Besatzungszone vor allem gewirkt, war ein Grenzgänger zwischen Ost und West, hat sich dann aber durch den Beitritt in die Ostberliner Akademie der Künste, ist im Westen ein bisschen verscherzt. Er hat da seine Professur an einer Westberliner Universität verloren und hat dann erstmal nur in der DDR gewirkt, ist aber 1958 nach Hamburg gezogen. Daher der Bezug zu unserer Hansestadt. Jetzt haben Sie die Ausstellung Studienblätter aus China ausgewählt hier an der Staats- und Universitätsbibliothek. Wie kam es dazu? Warum? 1949 ist die Volksrepublik China gegründet worden, zeitgleich mit der DDR im Oktober mehr oder weniger. Und es gab relativ enge Beziehungen zwischen der DDR und der Volksrepublik, auch aus politischen Gründen natürlich. Die Reise 1951 in die Volksrepublik von einer DDR-Delegation war eine der ersten Reisen überhaupt aus europäischen Ländern nach China. Und Gustav Seitz war da Teilnehmer mit einer kleinen DDR-Delegation. Es gehörte auch die Schriftstellerin Anna Segers dazu zum Beispiel, die noch etwas bekannter ist. Und die Eindrücke, die wir hier haben, die Tuschezeichnungen zum Beispiel, sind die ersten künstlerischen Eindrücke überhaupt aus dem damaligen China, das mit dem heutigen China natürlich absolut nicht mehr vergleichbar ist. Was bekommt man sonst noch zu sehen hier in der Ausstellung unter anderem? Ja, wir haben diese Tuschezeichnung, Originaltuschezeichnung. Wir haben einige Fotos, die Gustav Seitz damals auf der Reise gemacht hat. Wir haben einige Büsten da, unter anderem die berühmte Bert-Brecht-Büste. Er hat viele SchriftstellerInnen künstlerisch dargestellt, unter anderem eben auch Bert Brecht. Dr. Konstantin Ulmer, ich sage vielen Dank, viel Glück, viel Erfolg mit der Ausstellung, die bis zum 15. März, glaube ich, geht. Ne? Ist richtig? Exakt. Wir eröffnen heute Abend um 18 Uhr und ab dann bis zum 15. März täglich bis 24 Uhr. Also da sollte für Sie vielleicht die Gelegenheit auch da sein, einmal hier vorbeizuschauen. Dankeschön, alles Gute mit der Ausstellung von Gustav Seitz und bei uns geht's gleich weiter im Programm.